Ja, ich stehe auf Multifunktionalität. Deswegen schaue ich mir jetzt dieses Crocool-Tool hier, dieses kleine Neckknife von Kitzer oder Keiz oder wie auch immer die Teile heißen. Wenn du wissen willst, wie es heißen und was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rosser vom Survival Shop Berlin. Und schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Tool, dieses Crocool-Tool. Und das kann man als Neckknife, als Nackenmesser verwenden. Nein, es ist im Lieferumfang ein Bändchen dabei, dass man es umhängen kann. Alles gut, eine Keidegscheide, mit der man das rausziehen kann. Die Keidegscheide ist aber auch so gemacht, dass das Messer nicht gleich rausfällt. Ich meine, ich möchte jetzt nicht den Schwungtest machen, das nicht, aber so klassisch passt das mal. Und ist auch relativ einfach rauszunehmen. Was kann es nun? Du hast einerseits eine Klinge, die aber nur einseitig angeschliffen ist. Das heißt, auf der anderen Seite, ja, da ist es nicht angeschliffen, also nur eine Schneidkante sozusagen. Dann hier noch einmal, das ist leicht scharf. Das ist jetzt nicht so scharf, dass ich mir aufschneide, aber man merkt, dass hier gewisse Schärfe dabei ist. Dann hast du hier einen Dosen, also einen Flaschenheber. Ja, der auch gleichzeitig hier mit diesem Dorn da, der wie gesagt ein bisschen spitz ist, ein bisschen angeschärft ist, auch ein Dosenöffner sein kann. Dann hier hinten, dann kannst du Sechskanter aufmachen, ein Schlitzschrauber und das ist wahrscheinlich zum Abisolieren oder ich weiß nicht, wofür das da ist. Soll so sein, kann man in dieser Art und Weise festhalten, ist natürlich volles Metall, hat auch, und das finde ich bei der Größe interessant, hier eine Schleifkerbe, dass man das schön abziehen kann, also ist alles okay, wird sehr scharf ausgeliefert. Schauen wir, was es kann. Natürlich kein klassisches Bushcraft-Messer ist oder Survival-Knife, Outdoor-Survival-Knife, das ist klar. Und das ist mir auch bewusst. Und das ist auch sicher auch nicht die Motivation, das zu tun. Ne? Aber es ist natürlich eine Klinge, die besser ist als nichts. Und dass man ein Paket damit aufschneiden kann, von dem kann man sowieso ausgehen. Also das probiere ich sicher nicht. Ich habe halt immer meine Schnitztests und Schneidtests. Und ich muss eines gleich einmal dazu sagen. Für diese kleine Klinge ist das Teil wirklich sehr, sehr, sehr brauchbar. Das Problem ist halt, besonders jetzt, es ist hier etwas kühler, ja, hat jetzt 3 Grad, Sonne ist gerade auch untergegangen oder ist gerade dabei, das zu tun hier im Bushcraft-Areal. Und dadurch ist es auch etwas kühler hier und teilweise liegt noch ein bisschen Schnee. Das heißt, das tut schon weh, wenn man mit den nackten Händen arbeiten muss. Ne? Ich könnte natürlich Handschuhe anziehen, aber da ist es dann auch wieder unangenehm mit diesem kleinen Teil. Aber es geht. Aber, und das ist der Punkt, das geht wirklich schön tief rein. Also das schneidet wirklich, das ist wirklich schneidfreudig. Und also hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, muss ich einfach zugeben. Also das funktioniert einmal wirklich, wirklich top. Dass man das natürlich nicht zum Betoning jetzt einsetzen mag, wobei ich mir sicher bin, dass man das auch tun kann, weil es, also zumindest kleinweise, aber das ist jetzt da wirklich, das ist jetzt da ein bisschen lächerlich, wenn ich das jetzt anfangen würde. Also ich gebe da jetzt ein paar Späne runter und jetzt versuche ich Locken zu machen. Du weißt, ich habe immer diesen Bushcraft-Ansatz und da ist halt jetzt ein Punkt. Jetzt kannst du sagen, Reini, deine Locken sind so schier, du kannst das nicht. Ja, das ist richtig, dass ich das hier jetzt wirklich nicht kann. Und das liegt halt auch daran, dass dieses Messer für mich, so wie ich das halt von dem gewöhnt bin, nicht so schöne Locken macht, weil es halt anders angeschliffen ist. Aber sei es drum. Bist du arg, die sind schier. Und da schimpfe ich mich auch noch Survival Trainer und die schauen so aus. Ja, aber da ich fühle mich jetzt gar total unschuldig. Wenn ich ein anderes Messer verwenden würde, dann wird das besser. Ja, na gut, wie auch immer, es ist einfach so. Das wird nicht mehr besser. Ja, also ich probiere das jetzt mit dem Feuerstahl anzureiben, aber das wird nicht allzu gut gehen, das sage ich jetzt schon. Man kann ihn bedienen, besonders, die ersten paar Mal habe ich hier an der Stelle, das ist nicht scharf genug, um da wirklich was Gutes rauszukriegen, wie du gesehen hast. Ich habe jetzt mit diesem Teil hier den Feuerstahl bedient. Der letzte Feuerstahl des Lebens gibt es natürlich bei mir im Shop. Sehe ganz klar. Und dass dieses ganze Video ein billiges Eigenwerbevideo ist, das ist einfach so, damit ich es gesagt habe. So. Und da will natürlich nicht anbrennen. Ne? Jetzt kann man sagen, ist voll peinlich. Nein, ist nicht peinlich, das ist einfach so. Und das ist ohnehin bei allen, was du draußen beim Outdoor überleben
also beim draußen Überleben machst, mit der Natur, Wildnis überleben, geht es im Endeffekt darum, die Vorbereitung, umso besser du etwas vorbereitet hast, umso mehr Material du beim Feuer machen hast, umso besser ist es. Das geht jetzt gleich wieder aus, das ist einfach viel zu wenig. Aber ich glaube, das ist auch nicht die Motivation von dem Messer. Ich glaube, die Idee ist ganz einfach, dass man eine kleine, scharfe, fette Klinge dabei hat und die ist wirklich scharf, die ist wirklich toll. Dass man vielleicht auch ein paar weitere Funktionen mit dabei hat, wobei ich halt da auch dazu sagen muss, ja, Victorinox, also Schweizer Messer, hat auch viele Funktionen und ist auch sauscharf und auch nicht allzu schwer, aber gut, soll so sein. Aber wem so der Stil halt ganz einfach gefällt, ja, warum auch nicht? Kann nur dazu sagen, dass dieses Croco-Tool, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, ich will das einmal ausprobieren und vorstellen. Aber ist das etwas, wo ich sage, das braucht man? Nein, definitiv nein. Wenn es da taugt, bitte, warum nicht? Ich habe schon schlimmere Dinge in der Art gehabt als das, aber so richtig überzeugen tut es mich nicht. Ist so, es wird nicht in meinen Shop aufgenommen, das sage ich gleich dazu. Gebt aber trotzdem den Link, nämlich einerseits dort, wo man es kaufen kann. Und auf der anderen Seite auch zu mir in den Shop, nämlich du kannst dieses Teil hier bei mir kaufen, gebraucht sozusagen, aus reines Video. Wenn dir das interessiert, kannst du das gern tun. Jo. Fazit? Naja. Ja, das war das Video. Hast du das Tool? Weißt du da irgendwas drüber? Schreib einfach irgendwas, was du magst, ganz einfach da unten hin. Ganz klar, Link zu all den Produkten und auch zum Bushcraft-Areal und zu meinen Hochbeeten und all das kriegst du natürlich auch hier, ist ganz klar. Danke fürs Dabeisein. Daumen nach oben oder nach unten. Alles, alles, alles Gute. Bis bald, dein Reini Rossmann. Ciao.